Moin Moin und herzlich willkommen zum 15. Teil dieser Tutorial-Serie zu Darktable. In der heutigen Folge geht es um das Thema Kontrast. Also schauen wir mal, wie wir den Kontrast in Darktable beeinflussen können. Los geht's! Also, heute geht es um den Kontrast. Aber am Anfang müssen wir einmal klären, was Kontrast überhaupt bedeutet. Und zwar bedeutet Kontrast übersetzt Gegensatz oder Gegen und bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen eines Bildes. Dabei kann man auch von Farbtiefe oder Brillanz sprechen. Aber schauen wir uns mal schnell ein paar einfache Beispiele an. Und zwar habe ich hier einen Schnipsel und darauf sehen wir keinen Kontrast. Denn wir haben einfach nur eine Farbe, hier jetzt schwarz, und nichts anderes. Das heißt, wir können gar keinen Kontrast zwischen irgendwelchen hellen und dunklen Bereichen haben, weil wir nur schwarz haben. Den größten Kontrast haben wir zwischen Schwarz und Weiß, wie wir auf dem Schnipsel jetzt sehen. Das heißt, die hellste und die dunkelste Farbe, also Schwarz und Weiß, daher haben wir auch den höchsten Kontrast. Und dann gibt es natürlich noch was dazwischen, wie wir hier jetzt beim letzten Beispiel sehen, zwischen Schwarz und Grau. Da ist der Kontrast nicht ganz so hoch. Wenn wir jetzt in die Mitte noch Weiß machen würden, dann wäre der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß nochmal höher. Den Kontrast kann man jetzt beeinflussen, sodass der Unterschied zwischen den hellen und den dunklen Bereichen zu oder abnimmt. Und in Darktable gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den Kontrast anzupassen. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Fangen wir an mit dem Modul Filmic RGB. Das ist automatisch aktiviert, wenn wir im szenebezogenen Arbeitsablauf arbeiten. Und das Modul kann verwendet werden, um den Dynamikumfang entweder zu erhöhen oder zu verringern, damit der Dynamikumfang des Kamerasensors dem der Anzeige genügt. Dabei schützt das Modul die Farben und Kontraste in den Mitteltönen, stellt die Schatten wieder her und komprimiert helle Lichter je nach Einstellung. Und über den Reiter Aufnahme können wir hier die weißrelative Belichtung und die schwarzrelative Belichtung einstellen. Wie gesagt, ist hier so ein Standardwert drin, wenn man das automatisch aktiviert hat. Und wenn wir den hier mal ziehen, dann können wir mal diese Grafik beobachten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Weiß nach rechts ziehen, dann wird Weiß weniger komprimiert. Das sehen wir hier oben, dass der weiße Bereich immer länger wird. Die beiden Punkte hier stellen den Mittenbereich dar. Und wenn wir Weiß weiter nach links ziehen, dann wird Weiß immer mehr komprimiert. Das heißt, der Bereich, der weiß ist, oder die hellen Bereiche des Bildes, werden kleiner dargestellt. Es zählt mehr zu den Mitten. Das gleiche, wenn wir das bei Schwarz machen, wenn wir den nach links ziehen, weil das hier ins Minus geht, wird der schwarze Bereich breiter, also der dunkle Bereich wird breiter. Und wenn wir es nach rechts ziehen, wird der schwarze Bereich mehr komprimiert und die Mitten werden größer, also alles, was zu den Mitten zählt. Wenn wir an diesen Reglern sehen und uns das Bild angucken, dann sehen wir, wenn wir hier an Schwarz ziehen, dass es heller oder dunkler wird. Das heißt, durch diese Einstellung erhalten wir so schon Kontrast. Meistens lasse ich das automatisch einstellen, außer ich habe ein Bild, wo ich es auf jeden Fall brauche. Denn unter dem Reiter Aussehen haben wir jetzt nochmal tatsächlich einen Regler für den Kontrast. Und dieser Regler steuert die Steigung des mittleren Teils der Kurve, wie wir hier in der Grafik sehen. Wir haben diese beiden Punkte, die definieren die Mitteltöne. Und wenn wir jetzt an diesen Kontrastregler ziehen, dann sehen wir, dass hier die Steigung beeinflusst wird. Wenn wir das nach ganz vorne ziehen, dann haben wir hier fast schon eine Senkrechte. Das heißt, wir haben viele dunkle Bereiche und dann geht es ganz steil bergauf und wir haben viele helle Bereiche, das heißt, wir haben einen großen Kontrastumfang. Und wenn wir das weiter zurücksenden, dann kriegen wir ja schon fast so eine Gerade. Das heißt, wir haben wenig Kontraste, das Bild wirkt ein bisschen flau. Und so können wir hier ein bisschen Kontrast erhöhen in den Mitten. Kommen wir zum nächsten Modul, und zwar lokaler Kontrast. Wie der Name schon sagt, können wir damit auch den Kontrast anpassen. Aber warum heißt es lokaler Kontrast? Und zwar erhöhen wir damit nicht den globalen Kontrast, sondern den Kontrast der Details. Wir können damit also Details im Bild verstärken. Wenn wir das einfach mal anmachen, dann sieht man schon, ah, es ändert sich was. Wir haben ein paar Bereiche, die heller werden, ein paar, die dunkler werden. Und wenn wir uns das Modul mal genauer angucken, haben wir hier verschiedene Regler. Einen für die Details. Und wenn wir den mal hoch und runter ziehen, können wir die Details verstärken. Das heißt, wir kriegen mehr Kontrast in den Details. Oder wir können den runterziehen und dadurch verringern wir die Details und haben weniger Kontrast. Im Hintergrund von dem Modul arbeitet wie bei Filmic eine S-Kurve. Und der Bereich Details verschiebt halt wieder die Mitten. Und jetzt haben wir hier noch Regler für Lichter und Schatten. Damit können wir halt bestimmen, wie viel Kontrast in den Lichtern und Schatten sein soll. Also wenn wir hier die Lichter hochziehen, dann werden die heller. Sehen wir ganz gut, wenn man hier mal schneller dran zieht. Und das gleiche bei den Schatten, wenn wir die höher ziehen, dann werden die dunkler oder zurückziehen, dann werden die heller. Und so können wir die S-Kurve, die im Hintergrund arbeitet, weiter beeinflussen.
Dann haben wir hier noch einen Regler für den Mittenbereich und der legt fest, was als mitten in dieser S-Kurve angesehen wird. Also wie sich die S-Kurve in der Mitte ausdehnt. Ein größerer Wert macht das S breiter und klassifiziert dann mehr Werte als mitten und ein kleinerer Bereich komprimiert dann halt den Mittenbereich. Wenn wir den größer ziehen, dann haben wir weniger Werte als Lichter und Schatten. Das heißt, wenn wir den jetzt höher ziehen, dann werden mehr Bereiche in Mitten dargestellt und dann wirkt sich das stärker auf den Regler Details aus und weniger Werte liegen jetzt in den Lichtern und in den Schatten. Das heißt, wenn wir die hier beeinflussen, haben wir da weniger Spiel, weil dieser Mittenbereich sich ausgedehnt hat. Meistens reicht es, wenn man das auf den Standardeinstellungen lässt und einfach das Modul aktiviert. Was man wissen sollte, ist, dass häufig die Schatten und die hellen Bereiche angegriffen werden. Deswegen sollte man auf jeden Fall das Clipping aktivieren und eventuell eine parametrische Maske draufsetzen, dass man die Schatten schützt, damit die einen nicht absaufen. Zudem arbeitet das Modul noch in dem alten anzeigebezogenen Arbeitsablauf und nicht in den szenebezogenen Arbeitsablauf. Daher gibt es dafür auch noch eine Alternative. Und diese Alternative befindet sich im Modul Diffusion und Schärfe. Wenn wir das mal aktivieren und uns angucken, dann haben wir sehr viele Regler. Wir haben aber auch sehr viele Voreinstellungen, die mit dem Modul mitkommen. Und da gibt es zwei, die auch den lokalen Kontrast anpassen. Und zwar einmal lokalen Kontrast erhöhen und einmal lokalen Kontrast schnell. Die Voreinstellung für schnell verbraucht weniger Ressourcen. Das heißt, wenn wir hier draufklicken, dann ist das relativ schnell umgesetzt. Wir sehen, wie bei lokaler Kontrast gerade eben, werden hier in den Details Kontraste hinzugefügt. Wir sehen hier die Einstellungen, aber wir können das nicht wirklich anpassen. Also es wird nur eine Iteration durchgeführt, deswegen ist das auch ressourcenschonend. Wenn wir jetzt aber hier die Iteration hochsetzen, um den Effekt zu verstärken eventuell, dann braucht das ein bisschen, weil es mehr Rechenkapazität braucht und das Bild geht danach kaputt. Also das ist wirklich nur, wenn man schnell lokalen Kontrast hinzufügen möchte, ohne den eventuell danach noch anzupassen. Dann haben wir noch den zweiten Regler, lokalen Kontrast erhöhen. Der macht das Gleiche, erhöht den lokalen Kontrast, nutzt aber andere Einstellungen und ist damit dann noch ein bisschen anpassbarer. Das heißt, wir könnten hier jetzt den lokalen Kontrast noch verstärken, indem wir die Iterationen hochsetzen. Aber wie gerade schon gesagt, wenn man mehr Iterationen macht, dann wird der Algorithmus öfter durchgeführt und das verbraucht mehr Arbeitsleistung. Auf jeden Fall können wir das hier jetzt höher setzen und dann sehen wir immer schön, wie sich der Kontrast in den Details erhöht. Und das neue Modul arbeitet halt im szenebezogenen Arbeitsablauf und kann daher gegenüber lokaler Kontrast empfohlen werden. Kommen wir zum nächsten Modul und zwar Farbballons RGB. Auch dieses Modul kann genutzt werden, um den Kontrast zu erhöhen und zwar sehr gut sogar. Da haben wir hier verschiedene Einstellungen und wir haben hier direkt auf dem Reiter Allgemein schon einen Regler für Kontrast. Diese Einstellung, wenn man diesen Regler bewegt, wirkt sich aber auf den Luminanzkanal aus. Das heißt, der Farbton und die Chrominanz bleiben gleich, aber die Luminanz erhöht sich oder verringert sich. Also wenn wir den mal hier höher setzen, dann sehen wir, dunkle Bereiche werden dunkler, der Himmel wird heller und brennt schon fast aus und wir halten dadurch mehr Kontrast. Also der Unterschied zwischen hell und dunkel ist größer. Was man hier beachten sollte, ist, dass der benutzte Algorithmus zwar natürliche Resultate ergibt, wie man hier in dem Bild sieht, aber es wird dabei der Dynamikbereich des Bildes erhöht. Und das ist kontraproduktiv zu den Einstellungen in Filmic RGB. Daher wird in der Darktable-Dokumentation empfohlen, diesen Regler nicht anzufassen oder, wenn notwendig, nur in Kombination mit Masken, um zum Beispiel selektive Korrekturen im Vorder- oder Hintergrund durchzuführen. Ansonsten sollte man diesen Kontrastregler in Ruhe lassen. Aber wir können ja noch andere Einstellungen hier im Modul vornehmen, wie zum Beispiel die Farbsättigung oder die Farbbrillanz. Und auch damit können wir den Kontrast erhöhen. Wenn wir, ich mache hier mal einen Snapshot, die Farbsättigung erhöhen, dann werden die Farben gesättigt, aber auch abgedunkelt. Und wenn wir Farben abdunkeln, dann kriegen wir natürlich mehr Farbkontrast. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen und sagen, wir wollen die Schatten abdunkeln, die Mitteltöne abdunkeln und die Lichter ein bisschen entsättigen, aber dafür aufhellen, dann bekommen wir jetzt mehr Kontrast. Ich mache hier mal den Snapshot an. Dann sehen wir, wir haben mehr Kontrast im Bild, wir haben einen größeren Unterschied zwischen hell und dunkel. Mache ich hier mal einen neuen Snapshot von das, was wir gerade eingestellt haben. Denn wir haben hier unten ja noch die Farbbrillanz. Und der Effekt, den wir durch die Farbbrillanz erreichen, ist ähnlich wie bei Änderung der Belichtung. Das heißt, wenn wir die global erhöhen, dann wird das Bild heller. Und wenn wir die runterschrauben, dann wird es dunkler. Also ähnlich wie bei der Belichtung. Wir können ja aber zusätzlich noch die Schatten, Mitteltöne oder Lichter anpassen. Das heißt, wir können ja gezielter vorgehen und so Kontrast erschaffen. Zum Beispiel könnten wir jetzt die Schatten und die Mitteltöne abdunkeln und dafür die Lichter aufhellen und bekommen dann so nochmal mehr Kontrast im Bild. Wenn wir jetzt nochmal hier den Snapshot von gerade eben aktivieren, dann sehen wir haben hier mehr Kontrast, dadurch, dass wir die dunklen Bereiche abgedunkelt haben und die hellen Lichter aufgehellt haben. Also auch hierüber können wir Kontrast hinzufügen.
Eine weitere Möglichkeit, den Kontrast zu erhöhen, ist das Modul Tonwert-Equalizer. Und auch hier gibt es entsprechende Voreinstellungen, die man nutzen kann, um den Kontrast zu erhöhen. Und zwar gibt es hier, wenn ich hier mal reingehe, die Kontrastkurve. Und zwar in drei Ausprägungen: gering, mittel und stark. Hier muss man dann individuell ausprobieren, welche von diesen drei Voreinstellungen am besten passt. Fangen wir mal mit gering an. Da sehen wir, der Kontrast wird erhöht. Nehmen wir mal mittel. Da wird er noch weiter erhöht. Hier oben brennen schon Sachen aus. Und wenn wir jetzt mal auf stark gehen, dann kriegen wir noch mehr Kontrast im Bild, aber hier oben wird es schon viel zu hell. Was man auf jeden Fall immer machen sollte, ist hier auf den Reiter Maskierung gehen und die Maske nochmal anpassen, damit der richtig hier in der Mitte ist, damit die dahinterliegende Maske richtig eingestellt ist. Dadurch wird hier die Maskenbelichtungskompensation eingestellt. Das kann man auch selbst vornehmen, wenn man hier noch selber ein bisschen gucken will, dass die Werte woanders liegen. Aber meistens reicht es, wenn man hier auf den Zauberstab drückt und der das automatisch einstellt. Ich gehe hier nochmal auf die Voreinstellung gering. Und wenn wir jetzt mal auf den Reiter erweitert gucken, dann sehen wir hier, dass hier auch eine S-Kurve angewandt wird. Also wie bei Filmic und wie bei lokaler Kontrast haben wir im Hintergrund wieder eine S-Kurve. Die dunklen Bereiche werden ein bisschen abgedunkelt, die hellen werden ein bisschen aufgehellt, das heißt, wir bekommen mehr Kontrast. Und was jetzt diese Voreinstellungen machen, die ändern einfach unterschiedlich diese S-Kurve. Also bei gering haben wir hier so eine kleine S-Kurve. Wenn wir auf Mittel gehen, dann kriegen wir hier eine höhere S-Kurve. Und wenn wir auf Stark gehen, dann kriegen wir hier noch eine stärkere. Also dass hier steiler in den Mitten wieder zusammengeht. Wir können diese Kurve jetzt noch beeinflussen, indem wir diese Punkte einfach dahin ziehen, wie wir sie haben wollen. Wenn wir jetzt hier merken, ah, die hellen Bereiche wurden zu doll angegriffen, können wir das hier wieder runterziehen und beeinflussen damit den Kontrast wieder. Wenn man fortgeschritten ist und weiß, was man tut, kann man natürlich auch so eine S-Kurve selbst bestimmen. Das heißt, hier gibt es noch eine Voreinstellung, einfache Tonwertkurve. Da bekommen wir einfach nur so eine gerade Linie. Wir können hier unter Maskierung wieder den Zauberstab klicken, damit die Maske im Hintergrund richtig eingestellt wird. Und jetzt können wir hier eine eigene S-Kurve machen. Wir sehen zum Beispiel hier an dem hinterliegenden Histogramm, dass wir hier gar nicht ganz in den dunklen Bereichen und ganz in den hellen Bereichen sind, sondern dass wir eigentlich nur ab hier was machen müssten. Das heißt, wir können hier die Bereiche runterziehen, hier hochziehen, bekommen dann auch mehr Kontrast im Bild. Und so können wir mit dem Tonwert-Equalizer den Kontrast anpassen. Ein weiteres Modul, um den Kontrast anzupassen, ist die Farbkalibrierung. Die erste Instanz wird eigentlich dafür benutzt, jedenfalls im szenenbezogenen Arbeitsablauf, um den Weißabgleich einzustellen. Aber wir können, wenn wir eine neue Instanz machen, und die mal Kontrast nennen, hier über den Regler Helligkeit die Helligkeit beeinflussen und damit dann auch den Kontrast. Hier haben wir die drei Input-Kanäle, RGB, Rot, Grün, Blau. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, dass wir das Grün ein bisschen dunkler haben wollen, dafür aber das Blau ein bisschen heller, vielleicht das Rot noch ein bisschen dunkler, um das auszugleichen. Und so, wenn wir jetzt vorher nachher gucken, das Modul ein- und ausschalten, sehen wir, dass wir hier Farbkontrast geschaffen haben. Das heißt, das Grüne wird dunkler, die Farben werden anders und somit haben wir Farbkontrast im Bild geschaffen, indem wir die Farbkalibrierung genutzt haben über den Reiter Helligkeit. Und wenn wir die Helligkeit ändern, Bereiche dunkler machen, andere Bereiche heller machen, bekommen wir halt Kontrast. Kommen wir jetzt zu einer Einstellung, um den Kontrast zu erhöhen, welche nicht direkt an ein Modul gebunden ist, sondern welche man eigentlich aus jedem Modul benutzen kann. Und zwar mache ich hier mal eine neue Instanz der Belichtung. Und die Einstellung, die ich meine, ist der Überblendmodus. Wenn wir hier einheitlich gehen, dann können wir hier nur den Überblendmodus setzen. Und der Überblendmodus Multiplikation eignet sich perfekt, um Kontrast hinzuzufügen. Wenn ich den jetzt mal aktiviere, dann wird das Bild sehr dunkel und hell. Und wir können hier über den Überblendstützpunkt die Helligkeit nochmal von dem Überblendmodus anpassen und das zum Beispiel heller machen, damit wir wieder was im Bild sehen. Gehen wir hier auf 2,3. Wenn wir jetzt das Modul ein- und ausschalten, dann sehen wir, dass wir sehr viel Kontrast hinzugefügt haben. Dann können wir noch mit der Deckkraft arbeiten, um das nicht ganz so stark zu machen, wenn wir nur ein bisschen Kontrast brauchen. Und schon haben wir mehr Kontrast im Bild relativ schnell hinzugefügt. Dieser Überblendstützpunkt, den können wir bei dem Belichtungsmodul auch direkt über die Belichtung einstellen. Das heißt, wenn ich hier mal einen Snapshot mache, den hier zurücksetze und hier auf 2,3 gehe, dann wird hier ja auch die Helligkeit erhöht. Und wenn ich mir den Snapshot anzeigen lasse, sehe ich, dass ich hier gar keinen Unterschied habe. Also im Belichtungsmodul kann ich entweder direkt die Belichtung benutzen oder den Überblendstützpunkt. Aber was das auch zeigt, ist, dass die Einstellung des Moduls noch den Überblendmodus beeinflussen können. Und das können wir uns zu Gebrauch machen. Zum Beispiel, wenn wir in ein anderes Modul gehen, wie zum Beispiel die Farbkalibrierung, und hier jetzt den Überblendmodus einstellen auf Multiplikation, dann sehen wir, wir haben die gleichen Einstellungen wie gerade bei dem Modul Belichtung. Das heißt, es ist eigentlich egal, in welchem Modul wir den Überblendmodus benutzen, wenn wir nur den Überblendmodus nutzen wollen.
Mach hier nochmal auf 2,3 und vielleicht die Deckkraft ein bisschen weniger. Aber wir können jetzt halt noch die Einstellung aus dem Modul benutzen, um das hier anzupassen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel das Bild grau mache und ich mache mal den Überblendmodus kurz aus, sehen wir haben hier ein Schwarz-Weiß-Bild und ich kann hier Einstellungen hinzufügen, um zum Beispiel Kontrast im Schwarz-Weiß einzustellen. Jetzt kann ich in den Überblendmodus gehen und diese Einstellungen wirken sich dann nochmal auf den Kontrast mit aus. Das heißt, wenn ich hier nochmal einen Snapshot erstelle und die gleichen Einstellungen in meinem Belichtungsmodul mache, ich mache das hier nochmal aus, gehe in das Belichtungsmodul, gehe hier auf 71% und lasse mir den Snapshot anzeigen, dann sehe ich, dass ich hier jetzt einen ganz anderen Effekt habe, weil ich die Einstellung aus dem Farbkalibrierungsmodul mitbenutzt habe. Und so kann man dann den Überblendmodus in Kombination mit den Einstellungen des Moduls nutzen, um den Kontrast je nach Belieben anzupassen. Kommen wir jetzt zu der letzten Einstellung, die ich zeigen möchte. Und zwar kann man natürlich auch mit dem Modul Belichtung Kontrast im Bild hinzufügen, denn mit der Belichtung ändern wir die Helligkeit im Bild. Wenn wir jetzt mehrere Instanzen benutzen, können wir gezielt Bereiche aufhellen und andere abdunkeln. Das nennt man im Englischen auch Dodge and Burn oder auf Deutsch abwedeln und nachbelichten. Und ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich habe eine Instanz Belichtung abdunkeln und eine Instanz Belichtung aufhellen. Und ich würde jetzt mal zeigen, was ich damit mache. Ich aktiviere mal hier abdunkeln. Dann sieht man schon, dass was im Bild dunkler geworden ist. Und zwar habe ich hier zwei gezeichnete Masken erstellt mit dem Pfad-Tool. Die lasse ich mal anzeigen. Und zwar links und rechts neben diesem Pfad. Und den habe ich um minus 0,5 abgedunkelt, um einfach den Kontrast zwischen dem Pfad und den linken und rechten Dünen herzustellen. Ich zeige die Masken mal an. Dann sieht man, ich habe hier einen relativ hohen Anpassungsradius gewählt und den Weichzeichnungsradius auch einfach voll angeschlagen, damit einfach diese Maske schön weich wird und die Übergänge gut erkannt werden. Damit wird schon mal der Kontrast zwischen dem linken Bereich und dem rechten Bereich und diesem Pfad erhöht. Und um das jetzt noch stärker zu machen, habe ich hier noch eine Belichtungsinstanz erstellt, und zwar aufhellen. Ich mache die mal an und dann sieht man schon gut, was heller geworden ist. Und zwar habe ich auch hier eine gezeichnete Maske erstellt, mit dem Pinsel einfach den Pfad nachgemalt und hier die Belichtung um 0,75 erhöht. Die Maske nochmal anzeigen lassen. Sieht man auch hier gut, ich habe den Anpassungsradius ziemlich hoch gewählt und auch den Weichzeichnungsradius, damit einfach dieser Weg gut erkannt wird nach außen, die Ränder davon und das schön weich übergeht. Mach das hier nochmal aus. Und damit habe ich einen guten Kontrast zwischen diesem Weg und den Dünen links und rechts, der den Betrachter in das Bild reinzieht. Ich habe hier mal einen Snapshot erstellt, damit man nochmal sieht, wie das vorher und nachher war. Würde ich mal aktivieren und dann sieht man gut, das ist das Bild vorher. Und nur durch diese beiden Instanzen bekomme ich mehr Kontrast im Bild und werde in das Bild hineingezogen, dass ich zum Strand gucke, weil dieser Pfad einfach mich dahin führt. Und das war es mit der 15. Folge der Tutorial-Serie zu Darktable. Im heutigen Video habe ich verschiedene Methoden gezeigt, wie man den Kontrast in seinem Bild anpassen kann. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren. Klickt den Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!